Dieser Hof ist ein Spiel. Ich habe mich nie gerne an Regeln gehalten. Ich liebe nur dich. Warum kann das nicht genug sein? Für mich ist das Besondere an dieser Serie die Fusion aus historischen Elementen und zeitgenössischen Themen. Und ich finde, das ist, also jetzt, ich habe die Serie auch schon gesehen und ich finde, es ist irgendwie uns sehr gut gelungen, da so in dieses historische Setting irgendwie, also Themen der Zeit oder Themen, die mich auch als junge Frau irgendwie beschäftigen. Ich fühle mich davon angesprochen, auch als Zuschauerin. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist hält eine gute Balance. Und ich finde, es ist irgendwie ausgewogen und das ist was mich sehr fasziniert daran, wie Katharina Eisen das auch geschrieben hat. Ja. Ich finde irgendwie auch ganz toll, dass besonders dass den Kosmos, den wir irgendwie erschaffen, also die vielen Figuren, die irgendwie trotzdem sehr viel Raum bekommen und die alle irgendwie einen total spannenden Unterbau haben und sehr vielschichtig sind. Und dem, was Devon gesagt hat, kann ich mich eigentlich auch noch anschließen. Also diese Fusion und das irgendwie zu schaffen in so einem historischen Format oder mit so einer historischen Vorlage dann trotzdem irgendwie auch was zu machen, was mit der Gegenwart zu tun hat. Ja, und es heißt die Kaiserin, aber es ist trotzdem ein Ensemblestück. Also es geht um Kaiserin Elisabeth, aber es geht einfach auch, wir bekommen sehr gute Einblicke, finde ich, in alle Charaktere und in die Emotionalität aller Charaktere. Und dem wird viel Raum gegeben. Und das, finde ich, ist was sehr Besonderes. Wo man doch eigentlich davon ausgeht, dass es nur um Elisabeth geht. Aber da bin ich zumindest von ausgegangen. Aber man kriegt, ich finde, es ist sehr ausgewogen. Und ich finde, dass jeder so seinen Raum bekommt, jede Rolle. Und es ist keine Rolle da, die einfach nur irgendwie der Doofmann oder die Dooffrau sein soll, sondern es ist irgendwie, jeder bekommt so seinen Raum. Das finde ich, ist irgendwie was Besonderes. Aufregend. Ich hatte ja tatsächlich kurz davor meine erste große Produktion gemacht, auch für Netflix. Und kam tatsächlich, also ich hatte zwei Online-Casting-Runden davor. Und dann habe ich auf Amrum gedreht, einen ganzen Monat. Und wusste ganz lange gar nicht, wie es jetzt da überhaupt weitergeht und ob es überhaupt hinhaut, dass ich zu den nächsten Casting-Runden kommen kann. Mhm. Und dann weiß ich, dass irgendwie noch die Diskussion war, kommen die jetzt vielleicht nach Amrum und machen wir das dort? Und zum Glück ist es sich dann irgendwie so ausgegangen, dass wir dann in München, nachdem ich zurückgekommen bin, ich glaube wirklich 2 Tage, nachdem ich aus Amrum zurück war, unser Live-Casting zusammen hatten. Und dann kamen noch ein paar mehr, also kamen echt noch ein paar Casting-Runden auf mich zu. Und ich weiß noch, dass ich weiß gar nicht, in welchem Hotel ich war, aber ich war im Hotelzimmer und habe an dem Tag noch eine Casting-Runde gehabt und habe am Abend einen Anruf bekommen von Kathi Eisen, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und das war, ich habe mich selten so gefreut, glaube ich, in meinem Leben. Ja. Und es blieb dann auch so total spannend. Also ab da war dann irgendwie so ein Adrenalin-Level da und so. Und so eine totale Lust auf das Projekt. Total. Also das war, ich konnte es dann, wir hatten dann ja nochmal eine Drehverschiebung um ein paar Monate und ich konnte es einfach gar nicht mehr abwarten. Also ich habe mich so gefreut auf diesen Dreh und weil die Schauspielproben schon so vielversprechend waren und irgendwie, dass ja auch so ein Marathon ist und ich hatte auch großen Respekt davor, weil ich habe irgendwie so richtig Bock gehabt, einfach mit euch zusammenzuarbeiten. Ja. Wie das für uns war, dass wir das so lange geheim halten mussten oder unser. Ja, also ich glaube, erstmal ist es natürlich, fällt einem das schwer, weil man will ja irgendwie so teilen, was man da Tolles macht. Und auf der anderen Seite bin ich einfach nur sehr, sehr froh, dass wir so viel Zeit hatten für Proben und Kostümproben und auch den Dreh selber. Das hat es mir enorm erleichtert, dass wir eben nicht so einen Zeitdruck hatten, sondern dass das uns möglich gemacht wurde, dass wir so einen langen Drehzeitraum hatten und so viele Proben machen konnten. Und das ist dann natürlich erstmal eine lange Zeit, aber ich glaube, letzten Endes ist es gut für das Projekt. Und ich finde auch, dass ganz viel von dem, also weil wir auch so wahnsinnig lange gedreht haben, erstmal so sacken, das muss man einfach alles erstmal sacken lassen und verarbeiten. Und deshalb ist irgendwie ganz, ganz
toll, dass irgendwie noch so eine Lücke dazwischen ist vor dem Release, um überhaupt zu realisieren, was da eigentlich gerade alles passiert ist. Und dann irgendwie das zu sehen und sich an die ganzen kleinen Momente zu erinnern, die da stattgefunden haben, ist irgendwie total schön. Ja. Also ich glaube, dadurch, dass wir diese intensiven Vorproben hatten, da schon so ein bisschen ablegen konnte. Ich glaube, dass Derum, obwohl du mehr Erfahrung hattest, ging es dir ja trotzdem irgendwie ganz ähnlich. Also ich glaube, wir waren beide einfach krass aufgeregt. Auch Johannes war wahnsinnig aufgeregt. Ja. Die Nerven lagen einfach bei allen so ein bisschen blank, weil man wusste, was da für ein Mammutding auf einen zukommt. Und wir haben das gegenseitig, wir haben uns da gegenseitig ganz gut durchgewuppt und das aufgefangen. Ja. Ich glaube, also für mich war so, also so doof das auch klingt, aber ich habe mich einfach so sehr in die Leute verliebt, mit denen ich da zusammenarbeiten durfte. So, das war, menschlich war das für mich einfach so, insofern war das für mich auch der beste Dreh, den ich je hatte, weil ich das Gefühl habe, ich werde als Devrim einfach so, also ich werde besetzt für diese Rolle, die irgendwie, wo, glaube ich, von außen noch viele Erwartungen irgendwie so bestimmt bestehen an diese, an meine Interpretation von Elisabeth. Und ich hatte aber so intern einfach das Gefühl, dass mich alle voll annehmen als die Frau und wie ich das verkörpere. Ja, dass sie mich einfach mal so akzeptieren als Kaiserin. Aber ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, auch mit unserem Schauspielensemble. Die haben mich da durchgetragen, so meine Kollegen, und das, ohne die hätte ich das nicht so geschafft, einfach. Und ich wusste, ich kann mich öffnen und ich kann ausprobieren, ohne dass darüber irgendwie dann schlecht geredet wird oder keine Ahnung. Manchmal gibt es halt auch so, also intern irgendwie ungute Stimmung oder so, und das war hier einfach nicht. Ja. Und also was ich irgendwie ganz toll fand, ist einfach dann trotzdem auch dieses, also historisch zu drehen, ist halt einfach nochmal, ist halt eine ganz eigene Nummer. Also es gab einfach Momente, also ein Moment, an den ich mich immer total krass zurückerinnere, ist die Ankunft von dem Zahn. Mhm. Da waren wir vor diesem Jagdschloss und es war dunkel und alles war mit Fackeln beleuchtet. Und wir hatten davor noch nichts gesehen, was da jetzt passieren soll. Es war quasi wirklich, der erste Take wurde direkt mitgenommen. Und dann hörte man aus der Entfernung auf einmal die Kutsche ankommen und die Reiter. Krass, ja. Und es ist alle Haare aufgestellt und dann kam der Zahn mit seiner Entourage in diesen Hof. Und es war so dunkel, du hast ja die Szene gesehen, es war so stockdunkel, es ist so wie die auf diesem Jagdschloss vorfahren mit ihren Kutschen. Und wir stehen da aufgereiht als Habsburger und nehmen die sozusagen in Empfang. Und das war irgendwie so krass, weil wir da so standen und es war stockdunkel und man hört nur so, man hat echt so 2 Minuten diese Pferde angaloppieren hören. So eine Zeitreise. Es hat sich sehr, sehr echt angefühlt. Ja. Und das fand ich, das sind, glaube ich, so die Momente, also dass man, wenn man dann zwischendurch wirklich mal so kurz so vergisst, dass 2022 ist und mit so einer, auch die ganzen Kulissen, die gebaut und das Szenenbild, die Locations, an denen wir gedreht haben, die Komparsen, die wahnsinnig toll und bemüht waren und irgendwie auch bei schwierigen Bedingungen im kalten Schloss wirklich durchgehalten. Wir hatten so tolle Komparsinnen, das war so toll. Die haben jetzt auch im Nachhinein nochmal ein Treffen organisiert, wo sich, glaube ich, alle 300 Komparsen... Ich habe in München einen getroffen, zufällig. Ach ja, das war ganz lustig, beim Spazieren. Ich habe einen getroffen und zwar, weißt du was, beim Sommerrundgang bei mir, wo ich meine Performance gemacht habe. Ist ja klar. Da kam eine Frau auf mich zu und sagte, ich habe doch deine Hofdame gespielt.